Was schleppt er jetzt von da? Ach so, er macht gerade hier die Apfelplantage voll. Er hat immer noch kein Wooden Shield. Der ist aber wahrscheinlich mittlerweile sogar hergestellt. Genau. Ah, hier steht ein Wheelbarrow. Siehst du? Das werde ich dann auch gleich mal rausnehmen aus dem Wood. Damit es ruhig unterwegs stehen bleibt. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist eigentlich gar nicht so günstig, wenn das immer hier an den gleichen Platz zurückgetragen wird. Meiner Meinung nach. Außerdem nimmt es hier dann nur unnötigen Platz ein. So, der Bird Shield ist auch fertig. Das heißt, wir sollten auch nochmal einen Waffenstockpile machen. Da machen wir einen Waffen. Melee Weapons. Und Ranged. So, machen wir ruhig komplett. Und Armor machen wir auch. Da machen wir nicht Armor Plate, sondern nur die fertigen Sachen. Leather das gleiche, kein Leather Panel. Aber den Rest schon. Und Bone, den Skull Helmet und das. Nehmen wir die Worn Sachen rein. Ne, da werden wir woanders was hinbauen. Leather Straps und Padding sind nochmal komplett extra. Achso, komplett extra in Armor. Ja, also die Parts würde ich halt hier nicht reinpacken, weil dann produziere ich die irgendwo. Und nebenan ist die verarbeitende Werkstatt. Und dann schleppen die das rüber. Hey, voll nervig. Dann schleppen die hier wieder zurück. Nee, kein Bock drauf. Da funktioniert das so günstiger. So, wir haben jetzt hier schon die erste Crate. Seht ihr, da benutzen sie dann halt auch das Wheelbarrow, wenn hier halt mehr als eine Plank ist. Und dann wären das halt schon Aufträge für zwei Gnome. Oder er muss halt mehrmals hin und her rennen. Was jetzt bei der Entfernung jetzt noch nicht so das Problem darstellt. Ach, jetzt fängt er schon an, das falsche Holz zu verwenden. Ne? Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Aber Herrgott, da müssen wir mitleben. So, dann werden wir nochmal eine weitere Crate machen. Ich muss mal gucken, ob die auch in diesen Crates lagern für diese Sache. Im Moment, die Crate will ich eigentlich hier haben. So, dann sehen wir auch gleich, wie man einen Job abbricht. Und zwar unter Job Cancel. Damit kann man Job canceln. Also auch zum Beispiel das Ding hier wieder beiseite nehmen, weil das können wir hier dran gar nicht. Wir können das mal suspenden. Wir können sagen, ey, baue es doch nicht. Ich habe mir jetzt anders überlegt. Das müssen wir hier über Cancel machen. Das heißt, wir gehen auf Job, auf Cancel und canceln das damit. So. Dann machen wir weiter. Ich sag ziemlich oft so, oder? Und, jetzt, was ich wieder vergessen hatte, wir haben jetzt 13:34. Wir hatten jetzt immer noch den einen Farmer, der ohne Schild rumgerannt ist. Der sollte sich jetzt eigentlich ein Schild holen. Wieso holst du null bei dir kein Schild? Das Schild liegt doch hier. Moment, ich gucke mir nochmal seine Uniform an, vielleicht verhindert die. Ah ja, da steht Shield. Damit holt er sich auf jeden Fall ein Shield und nicht auf leider kein Wooden Shield. Ich glaube, wir können auch nicht Any Shield sagen, oder? Any Two-Handed? Nee, das können wir nicht. Das heißt, wir müssen ihm tatsächlich sagen, nimm dir einen Wooden Shield. Okay, das war der Fehler. Deswegen hat er sich den nicht geholt. Hatte ich also beim ersten Mal doch wahrscheinlich drei hergestellt. So, damit haben die jetzt im Moment eigentlich so ziemlich das beste Equipment meines Wissens nach, was ich ihnen jetzt zu diesem Zeitpunkt gut geben kann. Ah, und hier können wir noch mehr abreißen. Ich meine, noch mehr Bäume fällen. So, das haben wir auch erledigt. Ach ja, den Bucket, den will ich dann auch nicht hier stehen haben, eigentlich. Furniture, nee, nicht Furniture, Goods. Wood. Bucket.
Wie gesagt, die brauchen nicht hier in dem Ding immer wieder gesammelt werden. Das macht nicht viel Sinn, weil die nehmen das sowieso mit an die Stellen, wo es dann halt noch halbwegs sinnvolle Einsätze hat. Natürlich ist es jetzt ein bisschen kürzer, wenn er jetzt nach draußen rennen will, aber das Ding verkürzt sowieso schon so viele Wege, weil es einfach 32 Sachen auf einmal erlaubt, statt vorher nur eine. Ja. Hat er jetzt trotzdem gerade nur ein Stück geholt? Achso, da ist nichts drin, weil ich den tatsächlich nur erlaubt hatte. Nur Birchwood. Na gut, dann hol halt Pinewood auch. Was soll's. So, dann müssten wir jetzt eigentlich sehen, wie er gleich mehrere einsammelt. Ah ne, der Auftrag war schon raus. Das ist jetzt das nicht getan. Jetzt kommt er gleich nochmal für die vier hier. Ja, super. Noch für drei. Ja, gut. Also, ja, ich hatte ja gesagt, so ganz hundertprozentig funktionieren nicht alle Sachen, aber es läuft schon. Also, das Spiel schon. Das Spiel war damals auch, als ich es das erste Mal ins Auge gefasst hatte, noch im Early Access. Ich habe es mir dann erst dieses Jahr gekauft. 2016 ist das. Irgendwann. War das während des Summer Sales vielleicht sogar? Kann sein. Da war es dann, glaube ich, endlich aus dem Early Access auch raus und sowas. Das heißt, das Spiel ist an sich auch fertig. Da wird jetzt nicht mehr so viel dran rumgebostelt, wenn ich mich nicht irre. Aber natürlich gibt's. Ist dann natürlich der nächste Effekt eingetreten, in dem Moment, wo das Spiel fertig ist. Kann natürlich die Mod-Community eigentlich viel besser Sachen machen, finde ich, als wenn noch das Spiel im Early Access ist. Viele Spiele im Early Access kriegen ja schon viele Mods und sowas. Und dann denkt man sich, ey, geil, dieser Mod ist total super, der passt gut zu dem Spiel. Dann wird es teilweise, was der Mod vielleicht macht, sogar ins Spiel übernommen, was ja eine schöne Sache ist. Aber wenn nicht, und das war einem trotzdem wichtig, da kommt jetzt trotzdem neues Spiel, das Spiel wird weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Der Modmacher steht da, ja, cool, es macht Spaß, das Spiel macht mir auch Spaß, ich will das auch spielen, ich will das auch mit meinem Mod spielen und verändert den Mod. Passt es der neuen Version an, passt es der neuen Version an, passt. Irgendwann hat der keinen Bock mehr darauf, immer wieder seinen Mod der neuen Version anzupassen. Und oftmals kommt einfach kein neuer Macher hinterher, weil man muss schon ein bisschen Ahnung haben, wenn man für die meisten Spiele Mod machen will. Und dann hast du diesen Mod auf einmal nicht mehr, den du total cool fandest, weil das Spiel dauernd so verändert wird, dass die alten Mods alle irgendwann nicht mehr funktionieren. Und das ist halt wirklich schade. Und das ist halt auch was, woran die Early Access Spiele mittlerweile ganz schön kränkeln, finde ich. Ganz kurz mal. Dass schlicht und ergreifend es keine Möglichkeit für sie tatsächlich gibt. Dadurch, dass die Mods halt noch weiter angemessen zu unterstützen. Ja, und das ist halt auch eine sehr, sehr schade, dass viele Spiele halt so lange im Early Access sind, so lange weiter verbessert werden, bis halt dann viele der guten Mods halt wegbrechen, nicht mehr verfügbar sind. Oder überhaupt der Spaß für viele Leute an dem Spiel völlig verloren geht. Also wir haben noch ein Straw, das heißt, wir müssen jetzt wieder mal ein Bett abbauen. So langsam werden die Betten knapp. Bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt lieber das Bett hier drin abbaue oder. Ah nee, lieber erstmal noch da. Falls sich doch jemand verletzt, ist das sonst eine doofe Idee. So. Also ich finde sowieso, dass das von vielen, also viele natürlich auch eine völlig falsche Vorstellung haben, die kaufen sich ein 20-Euro-Spiel und erwarten irgendwie die Funktionalität und das Aussehen eines AAA-Titels, sind aber nicht bereit, mehr als 20 Euro dafür zu zahlen. Nicht, dass sie für AAA-Titel mehr bezahlen wollen würden, aber ne, sie erwarten einfach von den Indie-Entwicklern, die halt ein relativ kleines Budget haben und eine kleine Entwicklergruppe, dass die das Gleiche irgendwie erreichen, wie eine Gruppe, hinter der Millionenbeträge stehen und beschweren sich dann, wenn die Sachen nicht funktionieren. Ja, das hat halt dazu geführt, anfangs war das halt eine super Sache, die haben dann einfach mit dem Early Access angefangen. Die haben dann schon das Geld eingenommen. So, aber viele Spiele kommen halt aus dem Early Access nicht raus. Warum? Naja, ganz einfach. Die Leute spielen dieses Spiel und sagen, hey, das ist total cool, aber könnt ihr nicht das und das machen? Dann fangen die an, das zu machen.
So, was sie jetzt aber für ein Problem haben, während sie genau diese Geschichte machen, natürlich ist es total cool, dass ich mitentscheiden kann an dem Spiel, was soll sich verändern, was will ich drin haben und sowas. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die haben viele andere nicht. Und dadurch sind auch super geile Ideen in vielen dieser Early Access Spiele drin, aber was sind für ein Problem entstehen? Die meisten Spiele sagen einfach, wir haben dieses Ziel, programmieren jetzt daran, bis wir die Grundfeste haben, machen es richtig spielbar, ja, sammeln alle Bugs und alles raus und bringen dann das Spiel raus. Jetzt sind noch ein paar Bugs drin, die können sie ausmerzen, dann ist die Sache gegessen. Bei einem Early Access Spiel habe ich aber das Problem, es kommt wieder eine neue Idee. Ja, dann machen wir mal neuen Content rein. Der neue Content verursacht Bugs. Jetzt muss das ganze Spiel aber erstmal bugfrei gemacht werden. Ich kann nicht den Content jetzt erstmal wieder zusammensammeln, bis ich wirklich den fertigen Content habe, sondern ich muss jetzt, weil ich ja eine Spielergemeinschaft habe, die mein Spiel aktiv spielt im Early Access, das Spiel so sehr spielbar machen, dass ich keine übermäßigen Beschwerden mehr von meinen Spielern kriege. Weil die wollen das Spiel spielen. Die haben es ja jetzt schon eine Weile gespielt. So, jetzt geht viel Arbeitszeit dafür drauf, dass jetzt erstmal das Spiel wieder spielbar gemacht wird. Das Spiel ist jetzt halbwegs spielbar wieder, dann kommt die Meckerei. Ja, aber ihr könnt ja mal wieder Content nachliefern. Jetzt wird Content nachgeliefert. Dieser zerschießt aber die Spieldynamik und sorgt dafür, dass wieder viele neue Bugs entstehen und viele andere Probleme an anderen Stellen auftauchen. Und voilà, ich habe endlose Early Access Spiele. Es ist super nervig. Ich dachte anfangs, Early Access wäre eine große Chance für die Spielindustrie, vor allem halt kleinen Entwicklern. Aber natürlich gab es auch halt ein paar Leute, die es unglaublich ausgenutzt haben. Vielleicht werde ich an dieser Stelle mal da nochmal Towns vorstellen. Das war ein Spiel, was auch in diese Richtung hier ging, auch sehr schön begonnen hat mit tollen Ideen und dann einfach vom Entwickler im Endeffekt allein gelassen wurde. Das war wirklich schade. Dann hat er sich einer der Programmierer, der Hauptprogrammierer, gedacht, hey, ja, okay, ich übernehme das von der Besitzerfirma und sage, okay, ich übernehme den Namen und die Verpflichtung, das weiterzumachen und sowas. Dafür verdiene ich ab jetzt Kohle. Ja, was der halt nicht, womit er halt nicht gerechnet hat, kann nicht die hellste Kerze auf dem Baum gewesen sein. Der hat halt keine Kohle mehr reingekriegt. Seit Monaten war kein Content gekommen. Das heißt, da passierte halt nichts und dementsprechend wurden die Bewertungen halt immer schlechter und dementsprechend haben es auch immer weniger Leute gekauft. Und es war halt wirklich schade. Das Spiel ist halt im Nichts versiegt, leider. Ist dann irgendwann aus dem Early Access rausgekommen, ohne dass nochmal ein Update kam. Das heißt, die hatten da nochmal ein Update gesetzt, was halt witzlos war, was die meisten Probleme überhaupt nicht gelöst hat. Und ja, also Early Access, viele Möglichkeiten, dass der Spielindustrie auch gegeben hat. So viel Schlimmes hat es halt auch leider angestellt. Also das sieht man halt daran, dass so viele Spiele halt nie aus dem Early Access richtig rauskommen. Eins dieser Spiele will ich eigentlich tatsächlich auch nochmal eventuell Let's Playen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das wäre Seven Days to Die. Das Spiel ist jetzt... Oh, wie alt ist dieses Spiel jetzt? Das Spiel ist bestimmt 3 Jahre alt. Ich will jetzt lügen. Also 2 mindestens. 2 ist es mindestens alt. Ich bin der Meinung sogar 3. Und es kommt einfach nicht raus aus dem Early Access. Da kann man machen, was man will. Das Ding ist fast totgefahren im Early Access. Das ist halt wirklich schade, weil das Spiel halt eine Menge Potenzial und alles. Und es wäre halt auch schön, wenn die Entwickler mit der Erfahrung, die sie gesammelt haben, sich langsam mal einem neuen Projekt zuwenden können. Ja, auch für die ist das halt irgendwann nervig, wenn sie immer weiter am gleichen Projekt arbeiten. Da vergeht einem irgendwann mal die Lust. Das kennt ihr euch mit Sicherheit von euch selber. Man beginnt mit einem Projekt, man beginnt mit einer Zeichnung, ich mache mal hier ein bisschen schneller, weil hier im Moment so wenig Interessantes passiert. Ah, aber meine Gnome sind auch drastisch unterbeschäftigt. Das heißt, ich werde mal hier noch ein paar Aufträge setzen, bevor ich jetzt sage, hier, ich mache mal schneller. Dann vergeht ja nur unnötig. Ja, der Stonecarver kann mal hier hin. Mit dem können wir dann nämlich, dann kann das hier freigeschaltet werden. Hier, seht ihr jetzt, diese Stelle ist jetzt rot markiert, das heißt, die darf jetzt nichts mehr eingelagert werden in den Log-Stockpile. Siehst du, den benenne ich mal. Log 1 Stockpile. Ein großes L, das ist sonst
nervig. So. Später, dann mache ich mal ein paar Benennungen. Das kann ich jetzt nebenher machen. Na denn. Eine sonnige Verabschiedung wünsche ich euch und alles Gute. Tschüss.